Jesse Walter Bishop wurde am 1. März 1933 im US-Bundesstaat Kentucky geboren. Mindestens 20 Jahre seines Lebens verbrachte er schon in Gefängnissen. Er war heroinabhängig. 1977 überfiel er in Las Vegas ein Casino. Ein 22-jähriger Gast einer nahen Hochzeitsfeier, der versuchte einzugreifen, wurde von Bishop, Zeugenaussagen zufolge, wie ein Hund niedergeschossen. Bishop wurde verhaftet und wegen des Mordes zum Tode verurteilt. Später sagte der Gefängnisdirektor, Bishop sei eiskalt und bis zum Ende hart gewesen. Bishop prahlte in seiner Haftzeit damit, etwa 18 Menschen ermordet zu haben. Die meisten sollen im Zusammenhang mit Drogen gestanden haben. Allerdings ließen sich diese Behauptungen weder beweisen noch widerlegen. Am 22. Oktober 1979 wurde Jesse Bishop in der Gaskammer hingerichtet. Die Zeugen der Hinrichtung beschwören, Bishop sei lächelnd gestorben.